Ganz einfach. Ganz unten am Fuße der Watzmann Ostwand diesen Taleinschnitt, wo der Schatten ist, nennt man ja auch Eisbachtal. Da sehen Sie jetzt ganz unten über den Tannenspitzen, also ein schmutzig grau dreieckige Schneekegel vorkommen. Das ist dann die sogenannte Eiskabelle. Ein tiefgelegener Firngletscher liegt der Schnee auch jetzt noch 60 bis 70 Meter tief. Heuer im Frühjahr hat er weit über 200 Meter Tiefe gehabt. Das ist alles Lawinenschnee, was da im Winter und im Frühjahr von der Ostwand runterstürzt. Ganz